Ach, ihr seid's wieder. Willkommen zurück hier bei Fallout 4, Nuka World. Wir machen weiter mit dieser seltsamen Brücke hier. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ob das so... Ja, ich weiß ja nicht. Also, ich vermute mal, das würde auch nach deutschem Gesetz nicht... Ich sage jetzt mal deutschem Gesetz, weil ich mich da ja momentan auseinandersetzen muss. Ob das zugelassen werden würde, das so zu bauen? Sieht ein bisschen instabil aus. Aber guck mal da. Das geschulte Auge sieht natürlich direkt das Gunner-Symbol. Und die rote Markierung. Wäre auch zu schön gewesen, mal freundliche Leute anzutreffen. Okay, ja, Gunner Corporal, woher ich das nur wusste. Okay, wir machen viel mehr Schaden als vorher. Wie schießt denn da noch? Ja, ich komme ja gleich nach oben, warte doch noch ein bisschen. Okay, da ist auch noch ein Gunner. Komm, Köpfchen hoch. Na komm. Okay, wir haben ja auch noch irgendwo einen Roboter. Das ist nicht gut. Lieber Gunner, ich komme sogleich, um dich zu beseitigen. So. Okay, hier haben wir Kronkörkchen, hier haben wir Kronkorken, hier haben wir Munition. Und hier haben wir ein Stimpack und aufbereitetes Wasser. Ich glaube, das hinten ist wirklich alles noch begehbar. Das darf ja nicht wahr sein. Also wenn ihr wirklich so wäre, wäre ich begeistert. So. Hohoho. Ja, also gibt es sogar Gunner hier. Ach, guck mal da. Ist er da runtergefallen? Ich frage mal gar nicht erst. Munition und Plasmakartuschen. Dankeschön. Ja, was ich sagen wollte, die Gunner sind sogar hier in Nuka World. War ja klar. Die sind überall. Im Gruselhaus war ja auch ein ehemaliger Gunner, aber ihr seht, sogar die Gunner selbst sind hier. Ist der auch darunter gefallen? Haben die Selbstmord begangen? Aggressotron. Brad Burton Überführung. Nee, wir können echt rüberfahren. Also das ist mal wieder schick. Also sowas liebe ich ja. Das ist nicht schlecht. Ah, Brennstoff. Und hier war dann wohl das Büro, in Anführungszeichen, der Gunner. Vorkriegsgeld. Cram brauchen wir nicht. Aber Plasmakartuschen und Sturmgewehrmunition. So. Und 556er Munition. Und guck mal da, wir werden bald ein Schloss betreten, da freue ich mich schon riesig drauf. Galactic Zone, da waren wir schon, das fehlt halt noch. Übrigens, das Kraftwerk ist wohl irgendwo oben links, nordwestlich oder was östlich? Nordöstlich, oder? Ich glaube das Kraftwerk, nee, da kann es ja nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur so viel, dass ich mich auf jeden Fall gegen die Raider entscheiden werde. Also, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil ich das sehr, sehr merkwürdig fand, dass wir diese eine Aufgabe mit dem, ja, reaktiviere die Energie erst bekommen haben, nachdem wir einen Raider-Anführer getötet haben. Die Aufgabe bekommt man wohl auch, wenn man sich für die Raider entscheidet. Ich habe keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall gegen die Raider kämpfen. Und es ist sehr schön, dass wir gerade hier ja, in einen nuklearen Sturm und in eine Gunner-Truppe reinfahren. Das ist natürlich super. Was? Na nee, ist klar, weißt du? Mit einem... Hat er gerade echt mit einem Fatman auf uns geschossen? Das soll ein Scherz sein. Mit einem Fatman, wisst ihr? Hat er eine Power-Rüstung an? Ne. Ich habe eine spontane Idee. Wir nehmen uns einen Fatman, wir nehmen uns eine Mini-Atombombe. Wir rüsten den Fatman aus. Moment, Fatman. Und guck mal jetzt hin. Das ist die radikale Beseitigungsart. Wo bist du? Ach so. So viel Schaden macht das. Ist das ein Scherz, oder? Der Fatman macht ja kaum Schaden. Was ist das denn? Splatterkanone. Nein, ich habe Splatterkanone gesagt.
Der Fatman wiegt zu viel. Weg damit. Fatman, 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 Fatman. Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser, Blutpakete. Eiskalte Nuka-Cola. Mutabeeren. Und natürlich auch noch, eine Schlammbohne. Zuckerwattenbissen. Meine Güte. Weil ein Gunner mit Powerrüstung das so einfach wäre. So, mal ganz kurz. Gunner-Harnisch brauchen wir nicht. Ofenhandschuhe auch nicht. Das wiegt gar nichts. 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 Wir haben die ganze Rüstung zerstört. Das wiegt gar nichts. Das wiegt etwas. Trotzdem nehme ich die Waffen auch mal mit, weil die kann Kyri dann aufheben. So, das heißt einmal ganz kurz, Kleidung. Ich meine, wäre echt zu schade um die Powerrüstungen. Und natürlich auch um die Waffen. Kampfgewehr. Kampfgewehr, dafür haben wir ja auch nicht so viel Schuss. Sturmgewehr, 2416. Wir sollten also bald nochmal mit einem Sturmgewehr kämpfen. Kyri? Kyri? Hey, schnapp's dir. Hol das Gewehr. Schnapp dir die Waffe da drüben. Sofort. Warte da. Ich warte. Nimm die Waffe. Du bist sicher, oder? Hol das. Ja. Okay. Meine Güte, einfach mal eine riesige Gunner-Gruppe hier oben. Also so groß war sie letztlich gar nicht, aber es waren halt nur zwei mit Powerrüstung. Nordenkampfgewehr, das brauchen wir nicht. Oh, okay. Meine Güte. Schöne Überraschung. Ich höre... Oh, 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 was war das denn? Aggressor... Ne! Wurden wir gerade instant von einem Aggressotron getötet? Stimmt ja. Aggressotron sind ja die ganz fairen Gegner, die einen ganz gerne mit dem Laserstrahl mit einem Schuss erledigen. Stimmt ja. Fallout 4. Nee, Spaß beiseite. Ja, das Commonwealth wird oft von blöden Aggressotrons heimgesucht. Bitte das... Ah. Gut, dass ich gespeichert habe. Keine Sorge, wir machen jetzt alles ein bisschen schneller. Darf ja nicht wahr sein. Ja, Kyri, unter anderem. Mit ihrem riesigen atomaren Hammer. Wir laufen mal ran und machen mal das hier. Das geht ein bisschen sicherer von der Hand. So. Ja, da oben. Ah ja, tatsächlich. Okay, der Aggressotron macht wirklich Selbstmord. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hätte auch der zweite Aggressotron gerne machen können. Aber nein, der hält es ja nicht für nötig. Problematisch ist nur, dass... Ah ne, okay, das war jetzt nur der Gunner. Problematisch ist nur, dass wir hinten jetzt wieder den Kerl mit der mit dem Fatman haben. Das hat so gut geklappt beim ersten Mal. Und jetzt das Ganze nochmal. Ja, mein Tod ist wirklich unvermeidbar. Naja. Die halten nicht viel aus. Problem ist nur ihr Schaden. Oh oh. Okay, der explodiert gar nicht. Wie gesagt, tut mir leid, dass wir das Ganze jetzt nochmal machen müssen, aber... Wer hätte damit gerechnet, mal eben von einem Aggressotron, ja, instantisiert zu werden. Tolles Wort. Meine Güte. Also Nuka World fühlt sich wirklich an ganz vielen Stellen an wie New Vegas.
Ein bisschen Ähnlichkeit vom Namen her ja auch vorhanden. Trotzdem, wir fahren jetzt mal rüber und versuchen jetzt mal unterwegs mit dem Scharfschützengewehr. Klappt ja super. Wer ist da? Guckt euch einfach an. Ich schieße einfach mit dem gottverdammten Fatman auf uns. Okay, ich höre schon den Aggressotron. Das ist ganz lustig. Oh Gott, der steht direkt vor uns. Ja, nee, ist klar. Okay, das war jetzt noch unfairer als beim letzten Mal. Also Aggressotron-Beherrscher sind ganz lustig. Jetzt ist wieder die große Frage, woran liegt's? Halten wir zu wenig aus oder machen sie einfach verhältnismäßig zu viel Schaden? Generell haben wir mit Gegnern keine großen Probleme, deshalb würde ich eher darauf tippen, dass sie einfach zu viel Schaden machen. Ich meine, wir können zwei Gunner mit Powerrüstung besiegen, ohne Probleme. Ich hätte jetzt so geweint, wenn er uns getroffen hätte, wisst ihr das? Ich hätte so geweint. Der wird uns sowas von töten mit seinem blöden Fatman. Ne, ne! Das habe ich natürlich nur gemacht, weil uns sonst die Mini-Atombombe getötet hätte. Deshalb habe ich das extra gemacht. Ich bin extra in den Tod gesprungen, um mich vor dem Gunner zu retten. Darf ja nicht wahr sein. Treffe ich den denn nicht? Boah. Wie gut der zielen kann, der Mistkerl. Lad doch nach! Mann, oh Mann. Nein, der Aggressotron. Ist alles egal, solange der Aggressotron mich in Ruhe lässt, wisst ihr das? Ja, ich häng fest, wisst ihr? Doch, wurdest du. Verdammt nochmal. Okay, den holen wir uns. Meine Güte, das müsste es gewesen sein. Die haben ja aber ein richtiges Lager aufgebaut. Tschüss. Boah. Meine Güte, diese verdammten Gunner. Eine Powerrüstungsstation. Meine Güte. Verhältnismäßig überstark, würde ich sagen. War schon Wahnsinn. So, okay. Leichen plündern. Kyrie ist nicht mehr da. Das ist super. Blöde Aggressotrons. Munition, Kronkorken, Stimpack. Wiegt nix, wiegt was, wiegt nix, wiegt was, wiegt nix. Da ist Kyrie. Okay. Dann nehmen wir jetzt alles mit. Weil sie das ja dann nehmen kann. Inventar, Waffen,
Den Durstlöscher kann sie auch nehmen, den Hub-Alien-Blaster auch, das Sturmgewehr auch und natürlich jetzt hier Raumanzugkostüm. Wir könnten den Helm mal anziehen, da haben wir mehr Rüstwert. Und wie gesagt, die ganze Power-Rüstung packen wir mal weg. Und die Corki-Hemd und Jeans auch. Okay, Curie. Hey. Was willst du? Hol die Pistole. Schön, dass dir der Blaster fast runtergefallen ist. Eine meiner Aufgaben ist es, zu dienen. Guck nach, ob sie was hatte. Hol das. Ich werde mich darum kümmern. Heb das auf. Absolut. Nimm das. Ja. Da fehlt doch noch was, oder? Ist das wirklich runtergefallen? Also ich würde es dem Spiel zutrauen, dass es jetzt einfach die Gegenstände auch da runtergeworfen hat. Also momentan läuft irgendwie alles nicht so doll, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, der Durstlöscher fehlt und das Sturmgewehr. Na gut, Durstlöcher bekommen wir zahllose weitere im Nuka Park und das Gewehr war ja eh nur, weil es da war. Ist jetzt egal, ich will es nicht laden, ich bin froh, dass wir den Kampf geschafft haben. Meine Güte. Oh. Munition und Red Axe. Das darf ja nicht wahr sein. Aber hier, Gunner, da hätte ich auch nicht spontan mit gerechnet. Kronkorken, Schraubenschlüssel brauchen wir nicht. Mentats, Kronkorken. Kronkorken. Du sagst es, Curie. Zum Beispiel Schlaf. Gunner-Terminal. Jetzt wird's interessant. Benutzer Corporal Tornen. Okay. Nutzeraufzeichnungen. Persönliche Aufzeichnungen vom Benutzer. Corporal Tornen. Erkundungsteam verschollen. Es ist über eine Woche her, dass Sergeant Lanaya das Erkundungsteam zur Nuka-Cola-Apfelanlage geführt hat. Oh, bitte sag nicht, dass wir da Gunner treffen. Einen Tag, nachdem sie gegangen waren, haben unsere Späher dort überall diese seltsam leuchtenden Lurks rumkriechen sehen. Okay, Nuka-Lurks. Wir haben versucht, einige von ihnen wegzulocken, aber diese Dinger sind viel zäher als alle Lurks, die ich kenne. Habe einen Boten zum Hauptquartier geschickt, damit sie Verstärkung schicken. Bis die da ist, können wir nicht viel mehr tun, als dieses Lager zu halten. Na super. Lager halten. Als ranghöchster Offizier übernehme ich die Leitung über diesen Außenposten. Sergeant Lanaya führt das Erkundungsteam an, das die Nuka-Cola-Apfelanlage genauer durchsuchen will. Einer der Privates hat gefragt, warum sie das Team persönlich anführt und nachdem sie ihm ein paar Zähne ausgeschlagen hatte, erklärte sie, dass ihr an der Sache was faul vorkommt. Ich weiß nicht, was sie damit meint, aber ich bin nicht so dumm, mich mit ihr anzulegen. Okay. Was ist das für ein Ort? Inzwischen habe ich mehr gesehen und muss sagen, dass diese Nuka-World ziemlich seltsam ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wofür ein solcher Ort nützlich sein soll. Es scheint sich tatsächlich um eine Reihe Festungen zu handeln, aber die Tore aus der Vorkriegszeit haben nicht mal Türen. Ohne die regelmäßigen Strahlungsstürme wäre es fast ein idealer Ort. Wenn wir ein gutes Standbein finden, um die Raider zu vertreiben, könnte dies ein Riesending werden. Ja, erklärt mir einem, der nach der Apokalypse geboren ist, wofür man Freizeitparks benutzt hat. Basislager einrichten. Wir sind mit einem moderaten Truppenkontingent losgeschickt worden, um die westlichen Gebiete des Commonwealth zu erkunden und sind auf das Nuka World Transitzentrum gestoßen. Nachdem wir einem Mann, der scheinbar als Köder diente, eine Kugel durch den Kopf gejagt haben, nahmen wir nicht die Einschienenbahn, sondern kletterten über die Berge. Das Gelände war schwieriger als erwartet und wir haben die Verbindung zum Hauptquartier der Gunner verloren. Das gibt's eh nicht mehr. Das ist nicht weiter schlimm, denn wir haben bereits Operationen ohne Verbindung durchgeführt und wenn es hart auf hart kommt, wird ein weiteres Team hergeschickt. Einer unserer Rekruten sagt, er hätte von einem Handelsposten da draußen gehört. Das kann alles möglich sein. Wir haben unser Basislager vorerst bei der Bradburton-Überführung aufgeschlagen und ich werde bald Erkundungsteams losschicken. Ja, das Basislager ist leider zerstört, mein Lieber. Information, Nuka Town, USA. Private Benson hat berichtet von einer...
Art Handelsposten im Süden bei Nuka World gehört zu haben. Wird Nuka Town USA genannt, aber diese Information ist offenbar veraltet. Unsere Späher haben die Standorte eines beachtlichen Raiderlagers gemeldet. Könnte tatsächlich das größte sein, das wir bisher im Commonwealth gesehen haben. Nur wenn wir ein befestigtes Lager errichten und Verstärkung holen, können wir diesen Ort einnehmen. Bradburton. Das Erkundungsteam im Norden hat über die Stadt Bericht erstattet, die wir von unserem Standort aus sehen können. Also kommen wir da echt noch hin. Es handelt sich um eine Vorkriegsstadt namens Bradburton. Aktuell ist sie nicht bewohnt, aber voller Ghoul und anderer Biester. Geringe Aussichten auf wertvolles Beutegut. Wir ziehen erstmal weiter. Da ist bestimmt die Stromversorgung, oder? Ich habe keine Ahnung. Kitty Kingdom, das ist das Schloss. Die erste Erkundung des Gebiets hat starke radioaktive Nebel ergeben. Das Risiko könnte mit Power-Ressourcen gesenkt werden, sofern verfügbar. Erste Einschätzung: Trotz der Möglichkeit einer leicht zu verteidigenden Operationsbasis stehen die möglichen Verluste bei Truppen und Vorräten aktuell nicht im Verhältnis. Wie schade. Ich hätte so gerne meine eigene Burg gehabt. Ich auch. Apfelanlage. Schließlich habe ich dem Drängen meiner Truppen nachgegeben und ein Team losgeschickt, um die Apfelanlage in Nuka World zu erkunden. Sie dachten wohl, dass in der Anlage Kronkorken gedruckt werden könnten, aber alles Wertvolle wurde schon vor Urzeiten mitgenommen. Sie sind dort herumgestichen und haben einen Hintereingang zur Fabrik gefunden. Einige Vorkriegsroboter scheinen im Inneren noch aktiv zu sein. Ich denke über einen Beutezug nach, um unsere schrumpfenden Vorräte aufzustocken. Okay. Interessant, oder? Einige Hintergrundinformationen. Kitty Kingdom, die Abfüllanlage, Bradburton. Okay, es bleibt spannend. Und hier geht's dann nicht mehr weiter. Verdammte Gunner. Verdammte Gunner. Die ist echt überall. Kitty Kingdom, wir kommen. Oh Mann. Also, Aggressotrons sind echt unverhältnismäßig stark. Da ist die Abfüllanlage. Ich glaube, mein Traum vom fließenden Nuka-Cola-Fluss, der ist ausgeträumt. Also das war wahrscheinlich vor 100 Jahren der Fall. Naja, runter da. Aber sehr schick gemacht. Also so eine kleine Gunner-Basis hier, da habe ich auch nicht mit gerechnet. So, und die Welt, beziehungsweise das Gebiet von Nuka World endet hier auch schon. Das geht hier gar nicht mehr weiter, oder? Kommen wir hier noch weiter. Dürfte eigentlich nicht. Und sogar der Soundtrack, oder? Sogar der Soundtrack erinnert mich direkt an New Vegas. Todeskrall-Matriarchin, wirklich. Autsch. Kyri, Hilfe. Naja, ich sage ja, es ist nicht normal. Alle sind schwach, außer Gunner. Aggressotrons, meine ich. Okay, die hat sich hier schon ein paar Opfer hingeholt. Ah. Kyri, willst du was mitnehmen? Hey. Schnapp dir was Nützliches. Ich werde mich vorher nicht darum kümmern. Schau's dir an. Sofort. Guck nach, ob da was ist. Okay, die Waffen hat sie mitgenommen. Na gut, ich will es auch nicht zu weit hier in Richtung Bradburton gehen. Einfach meine Todeskrallen. Matriarchen ist auch nicht normal. Okay, aber wie gesagt, hier müsste eigentlich irgendwo das Gebiet enden. Genau. Gut, da würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Kitty Kingdom, oder? Ganz ehrlich. Ihr wollt es doch auch sehen, oder? Also ich will es sehen. Und die Gunner wollten es auch sehen. Wir haben bis jetzt noch gar keine Power-Rüstung gefunden, außer die eine, für die wir alle Star-Kerne brauchen. Das wird eh noch eine Fummelsarbeit. Das ist aber echt riesig, oder? Das Schloss. Seht euch an. Meine Güte.
Okay, wer schießt da? Hallo? Okay, okay. Gunner, soll ein Scherz sein, oder? Überraschung, Überraschung. Schöne Brücke. Tja. Gunner, Captain. Einfach mal ein kleiner Außenposten. Hier war ein Geschützturm, der wurde zerstört. Aber von wem? Die Abfüllanlage erinnert mich sehr stark an das Corvego-Werk in Lexington, war es, glaube ich. Okay, war nur ein kleiner Außenposten. Mehr haben wir hier nicht. Schade. Okay, da haben wir Kitty Kingdom. Nuka Grape. Natürlich sogar da Werbung dran. Wie soll es auch anders sein? Das sieht aber schon schick aus. Kitty Kingdom. Gibt es eigentlich noch die Fähigkeit, wodurch wir mehr Munition finden? Schnorrer. Mehr Munition in Behältern. Noch mehr Munition, noch mehr Munition. Es besteht eine Chance auf Munition, wenn die letzte Patrone abgefeuert wird. Was? Klingt auch nicht schlecht. Aber was machen wir? Wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Blöd ist eigentlich wirklich nur, dass hier unten nichts ist, was ich wirklich haben will. Peng Fu, Blitzangriff als VHTS-Modus ist sowieso uninteressant für mich. Kannibale auch, Scharfschütze auch. Energieresistenz, Energieresistenz wäre es natürlich für die, Aggressotrons. Soll man Schnorrer mal verbessern? Mehr Munition? Ist auch nicht so interessant eigentlich. Kommando vollautomatische Waffen ist uninteressant. Schleichen verstärken brauchen wir auch nicht. Action Boys, zwar ganz interessant, aber nee. Ich weiß ja nicht. Mehr Sprengstoffschaden. Da könnte man fast Little League-Spieler verbessern, um mehr Nahkampfschaden zu machen. Also macht jetzt alles Sinn, wie gesagt. Ich nehme alles zurück. Es lag einfach daran, dass wir die falschen Fähigkeiten verbessert haben. Circa 300 Videos lang. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, hier haben wir Jengels, den Mondaffen. Und natürlich Kronkorken und Munition. Und Kronkorken. 7 Kronkorken in der Brotdose. Hoffentlich war da nicht vorher 7 Bierflaschen drin. So. Kitty Kingdom. Das war ja sozusagen der Kinderbereich des Parks. Dementsprechend erwarte ich auch sehr viele Lollipops und Süßigkeitenstationen. Ich bin gespannt. So. Okay. Nuka World. Ach, seht mal, hier ist ein weiterer Eingang. Man muss sich das Ganze wirklich so vorstellen. Der Park selber hatte hier diese Fläche, hier rundum. Seht ihr das? Das war die Straße, die rundum geführt hat. Und die Gebiete selber waren zwar nicht miteinander verbunden, aber ihr seht das hier. Man hat hier den Park betreten und hat dann die Fläche zwischen diesen Gebieten auch noch mit im Park integriert. Das heißt, hier war der Eingang von Nuka World, ein anderer Eingang. Und dann war man hier eben sozusagen der Eingang Kitty Kingdom, wenn man möchte. Und so fasst sich das Ganze dann zu einem riesen Park zusammen. Kronkorken. Das Riesenrad. Es ist halt recht ärgerlich. Ich hätte gerne Strom. Okay, da sind wir. Direkt vor Kitty Kingdom. Wer hatte die Idee für diese Erweiterung? Das würde mich schon interessieren. Okay, hier brennen Lichter. Das heißt, hier ist irgendwo irgendjemand. Ein magisches Königreich. Durchsuche das Theater, durchsuche das Funhaus, durchsuche die Tunnel.
Legendärer verbrannter wilder Ghoul. Och nee. Keine Ghule. Das Kitty Kingdom ist mit radioaktivem Nebel bedeckt und eine seltsame Stimme hat mich über das Durchsagesystem des Parks verspottet. Ich sollte herausfinden, woher diese Stimme kommt. Ja, gut. Probieren wir es mal. Verbrannter, bemalter Ghoul. Will ich den Hintergrund davon überhaupt wissen? Ich glaube nicht.